Herr Martin, kommen wir mal zum Gold. So, jetzt sind wir beim Gold bei 10,66 angelangt. Das ist jetzt das Weekly Chart. Und da schauen wir uns einfach nur erstmal diese drei oder vier Indikatoren an. Da haben wir wunderbar den DI-, die Kreuzung, als der ADX noch sehr, also über 20 war. Ja, das war jetzt in diesem Bereich. Das wäre ein schöner Move gewesen. Der Trend allerdings nimmt noch jetzt, also wird jetzt stärker. Und jetzt ist allerdings der D Plus so im unteren Bereich und ihr seht, da fehlt nicht mehr viel und dann müsste eine Korrektur kommen. Sehr oft ist sie dann etwas heftiger. Der COT-Report ist auch sehr interessant. Das ist jetzt der alte und das ist der Disaggregated. Das werde ich dann nochmal in meinem separaten Video nochmal zeigen oder im E-Book. Das heißt, diese Positionen werden hier nochmal genauer aufgeschlüsselt. Vor allem die Commercials, ja, werden dann zwischen Producers und Swap Dealers aufgeschlüsselt sozusagen. Ja. Und das sieht man auch an der Zahl. Ne? Das heißt, wenn man das zusammen addiert, ergibt es das. Das ist aber trotzdem von der Transparenz her, weil dieses Swap Dealer ist ein großer Bereich, den ich separat behandeln möchte. Und ihr seht, dass zum Beispiel jetzt die Commercials schon, meistens sind die übrigens immer net short. Warum sind die net short? Weil die meistens im Underlying natürlich net long sind. Ja, das heißt, hier können sie kaum noch net short gehen. Das heißt, es könnte hier ein Boden sein. Ja, weil sehr, sehr selten, dass jetzt Goldhändler, wenn sie Milliarden Goldbestände haben oder verwalten, gehen nicht long. Da würden die ja erstens noch eine Margin brauchen, weil für diese Short-Position benötigen sie ja keine Margin in der Hinsicht. Ja, das heißt, wir reden von vielen Milliarden. Und außerdem würden sie ja dann doppelt verlieren, falls jetzt ihre Spekulation nicht aufgeht, müssten sie dann, naja, das ist also sehr selten, wenn überhaupt. Und die Large Spec haben natürlich auch ihre Net Long Position eigentlich fast schon völlig abgebaut. Das heißt, hier kann man kaum noch verkaufen. Also wie ihr seht, sind die auch sehr selten Net Short. Ja. Hier sieht es ein bisschen anders aus, aber nehmen wir mal die vereinfachte Version vielleicht zunächst. Ja. Und die Stochastik ist wunderbar. Die Slow Stochastik zeigt uns auch hier leichten Bullen. Ja. Das heißt, trotz des Abwärtstrends könnten wir jetzt natürlich einen kleinen Rebound jetzt haben. Ja. Ich zeige euch gleich nochmal ein anderes Chart. Das ist das Februar Gold im Daily. Da sieht, hat man schon eine Kreuzung, ja, eine bullische Kreuzung hier. ADX gerade bei 20. Also ob man jetzt einen Bestätigungscandle hier braucht, wird schwer zu definieren sein. Allerdings ist Platz nach oben. Ja. Bis wohin ist denn Platz? Also ich sag mal, bis 11 ist Platz. Ja. Aus zwei Gründen. Hier haben wir so eine Art Pivot Point, hat sich da über die Wochen hier so herauskristallisiert, zumindest sagen wir mal also nicht ganz 11, sagen wir mal 10,80. Ja. Und hier leicht, also hier hat man so einen schönen Mittelpunkt, ein Pivot hier. Tendenziell sieht es gut aus und vor allem auch, was mich auch sehr, sag ich mal, bullisch stimmt, zumindest kurzfristig, wären die Optionen, die verfallen am 28. Dezember. Ja. Und zwar sieht es da so aus. Also die verfallen am 28. Dezember. Schaut mal, wir befinden uns ja im 10,63er-Bereich, also sprich hier. Ja. Da haben wir hier einen großen Widerstandsbereich bei 10,50, eine größere. Ja, aus der kommen wir aber gerade heraus, so ein bisschen. Und die nächstgrößeren Open Interest fangen erst bei 10,75 an. Ja, und erfahrungsgemäß taucht dann der Preis immer so ein bisschen wieder in dieses Cluster hier rein. Sagen wir mal, die 11 sollte dann Schluss sein, aber dass wir jetzt die
80, 85 zum 28. Dezember sehen, wäre nicht ausgeschlossen von aus Optionssicht. Sieht das eigentlich nach einer leichten bullischen Korrektur noch nach oben aus. Das ist noch Platz, 15 Dollar Platz haben wir noch, ein, zwei Wochen. Und im Januar sieht es dann eigentlich auch gar nicht so schlecht aus, aus Optionssicht. Das heißt, da haben wir auch ein Cluster, im 11 sogar leicht höher, ja, also im 11er Bereich. Wenn wir da eintauchen, sieht es ganz gut. Das ist eine gute Verteilung, sind mehr Hedging, mehr Delta-Hedging-Geschichten höchstwahrscheinlich. Aber mich interessieren so dieser Bereich, also ein Cluster. Und der ist, das Cluster ist höher als unser momentaner Preis. Das ist meistens auch immer leicht bullisch. Also die nächsten ein, zwei Monate könnten im Gold durchaus bullisch sein. Ich habe es momentan im Februar noch gar nicht so richtig angeschaut, was wir da erkennen. Vielleicht noch ein bisschen zu früh. Ja, gut, ist noch ein bisschen schwer zu sagen. Es sind keine klaren Cluster, sind wahrscheinlich eher so Hedging-Positionen von Market Makern. Auch wahrscheinlich, die haben, suchen sie immer so markante Stellen, wie ihr seht, aus. Immer die 50er, 25er. Das sind immer so markante Punkte her. Ne? Nee, aber das nochmal kurz zum Gold. Ja? Also, mich würde es nicht wundern, dass wir auch zum Optionsverfall, wie gesagt, noch über die Mittellinie kommen, dass sich dieser Abwärtstrend bestätigt, weiter fortführt. Das heißt, eine Long-Position im Gold wäre durchaus sinnvoll. Ich werde das auch morgen in meinem Depot nochmal eingehen. Vielleicht auch kurz vorm Verfall nochmal, dass man da den Schwung vielleicht doch nochmal mitkriegt. Vielleicht haben wir einen kleinen Rücksetzer, nochmal 4, 5 Dollar. Ja, vielleicht tauchen wir nochmal unter die 60er ein bisschen auf. Vielleicht testen wir sogar noch die 50er. Würde mich, wenn vielleicht nur kurzfristig, ja. Wäre wünschenswerter. Ich glaube eher, dass wir in diese Wolke hier wieder eintauchen. Wolke heißt zwischen 75 und 11. Ja. Wenn die Short-Squeeze eintreten sollte, kann sogar die 11 erreicht werden. Weil hier haben wir auch eine großen Open Interest, die im Geld ist. Schon sehr viel. Es sind sehr viele Gelder im Geld hier, sehr viele Open Interest im Geld. Wohingegen hier kaum welche jetzt im Geld sind. Das ist immer so ein, habt ihr ja schon gemerkt, so von der Tendenz her, immer so ein kleines Indiz, dass auch beim DAX war das ja 2 Tage vor Verfall, ist er nochmal hochgekommen. Könnte das, sagen wir mal, bis zum Ende Dezember, wie gesagt, der Fall sein beim Gold.